ruhig ein bisschen flacher machen, weil die werden immer dicker. Weil es ist auch mit Brot und auch wegen dem Ei und auch das Fleisch natürlich, wenn es nur Fleisch wäre und Zwiebeln. Weil Materie dehnt sich aus, wenn man sie erhitzt. Ihr hört es nicht laut zischen, aber das Fett ist knapp heiß genug, dass sich die Poren sofort schließen, damit das eh sehr wenige Öl, was ich benutzt habe, Sonnenblumenöl zum Anbraten, nicht in das Bratgut hineinsaugt bzw. vom Bratgut aufgesogen wird. Das wollen wir vermeiden, weil wir wollen ja auch krustige Frikadellen, aber mit einer leicht knusprigen Kruste drumherum. Ich weiche schon im Hintergrund ein, damit das einfacher zu spülen ist. Gerade das Fleisch gewöhnt. Ja. Ich habe auch extra die kleine Gasflamme auch von meinem Ofen genommen, damit ich auch gar nicht versucht bin, das zu sehr zu überhitzen beim Anbraten, weil 180 Grad, 185 Grad, das reicht einfach, um auch wie gesagt eine schöne rostige Farbe zu haben und schwarze Stippen zu vermeiden. Jetzt ist der tricky Teil beim Umdrehen, weil wir wollen halt auch das Bratgut möglichst in Ruhe lassen. Darum müssen wir jetzt halt nur einmal achten, dass es halt schön angebraten ist. Was auch passiert ist. Und dann stellen wir nämlich sogar die kleine Flamme noch ein bisschen kleiner auf die, ja, auf kleinste Stufe. Ein bisschen mehr bei der kleinen Flamme und lassen das so einfach jetzt fertig garen. Sehr weich sind, dann sind die auch noch lange nicht gut und die müssen auch gut durchbacken. Ich
finde auch wirklich, die Farbe reicht schon so, weil ganz zum Schluss drehen wir sie nochmal um. Und von unten müssen wir jetzt einfach nur gedulden lassen. Einmal umdrehen. Oberfläche ein bisschen abgekühlt ist, jetzt ein bisschen mehr Hitze. Hitze wieder runter. Wenn man Angst hat, dass es vielleicht verbrennt und man möchte aber wirklich, dass die wirklich richtig gut durchgegart sind, dann einfach auch ein bisschen Wasser. Verstört, aber die sind schnell wieder gerettet. Bei mir kommt es jetzt auch, dass das Fleisch wirklich gut durchgegart ist. Gerade bei Schweinefleisch ist das schon sehr, sehr wichtig. Ich mag es einfach auch nicht, weil ich möchte auch, dass die Frikadellen gut aufgehoben sind für eine knappe Woche im Kühlschrank. Und da ist es dann rosa nicht schön. So, lasse ich das jetzt eine Minute. Ich komme wieder, wenn der Deckel ab ist.